in Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ja, und Anne ist immer noch hier unterwegs. Wo geht sie denn jetzt hin? Die ist doch mit dem Malfoy am Start. Okay. Das Kind hat Haare, das stammt nicht aus diesem Haushalt. Aha, wir werden sie verfolgen. Weg ist sie. Und wer bist du? Und wer bist du? Okay, was will er denn? Wer bist du? Was willst du? Geh weg. Warum putzt der die Toilette da hinten? Ist der dumm oder was? Oder ist der hier als Putzmann angestellt? Embo. Ey, muss das alles hier sein? Ah, Dag Dag. Ja, Sonny. Exenoi Guma. Beric Valaru. Pana Diola. Freeba. From Omof Yanibi Yanka Zilma. Kenosa Bokana Urbea Bokana Harfene Chobaba. Ich glaube, die kennen wir. Kann das sein, oder? Nee, ich weiß nicht. Ah, egal, jetzt kennen wir uns. Anne, du bist unfreundlich. Warum stehst du einfach auf? Bempi, Yorid, Janib Shrofa, Seneca. Ey, sag mal. Der putzt hier fremde Toiletten? Jabin Derka. Frank? Umnete, Unga. Empe Chilo. Batanavi Scansis, Tomi Vayen, Ebony Flurba, Prompt Smazy, Ozani Shiraji, Schmeza. Irgendwas läuft bei denen hier gerade falsch, aber. Shives. Oh, Grasha. Stun Weebus, Ziffle Fuba, Tumba Krimbao. Skiba Yamoob. Sorbin. Ruman's Noosh. Garnoosh. Oh, Isula. Tamora Voom. Linu Banoi. Una Banji. Wie können wir denn. Ah, da. Freunde fürs Leben werden. Das geht. The Bane. Shepsefu. Nabatani. Und dann können wir heiraten, wenn wir erwachsen sind. Ja, je nachdem, wann du erwachsen bist. Whoa, Gris. Stun Weebus. Ziffle Fuba. Descos? Gibara. Defool. Genera Sibu. Aber wir können noch keinen Heiratsantrag machen. Mal gucken, wann haben wir den Geburtstag? Das dauert ja noch eine ganze Woche. Planar. Jabi. Sie ist weg. Da steht noch was zu essen. Theoretisch könnten wir jetzt nach Hause gehen. Was macht sie jetzt schon wieder? Temple Peluche. Husha Kapoor. Tumba Krabau. Okay, pass auf. Dann gehst du jetzt nach Hause. Haut aber auch sofort ab, ey. Unglaublich. Zwei Uhr in der Früh. Naja.
Aber unser Zuhause ist ja nicht so weit weg. Ah. Ist mit ihm nicht richtig? Ralf Löhrer. Dann war sie, die andere eben, die Schwester, oder wie sehe ich das? So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Genau, du kannst jetzt einmal direkt selber ins Bett gehen, da muss ich dir nicht bei helfen. Warum hast du schon wieder dieses alberne Kostüm an? Lena. Lena ist gut drauf. Ja, hat ein bisschen Hunger. Du könntest mal wieder einen Job raussuchen. Hier, komm her, setz dich hin. Arbeit suchen, zack, zack. Na, was haben wir Schönes? Zeig her. Gut. Private Datenverschlüsse, ist ja langweilig. 6000. Nehmen wir das. Freelance, zack, zack. Freelance, Videospiel programmieren. So. Sie ist im Bett, okay. Ja. Hm. Können jetzt mal Folgendes machen. Ja. Da hinten schläft die Dings. Pass auf. Ja. Ach, Malfoy ist ja auch noch da. Scheiße. Das geht ja gar nicht. Blöd. Wir haben zu wenig Schlafzimmer. Wir haben den Malfoy ja noch. Wir können ja die Betten gar nicht anders zuweisen, bis wir mehr Doppelbetten haben. Und mehr Wände ziehen. Watanabe scansis, domi vayen. Jilurba. Yubs. Hamba pepis. Looney. Broom shavy. Shavy. Yay boo. Crew. So. Wenn das fertig hat, gibt's Kohle. Ach, jetzt schläft die schon wieder. Mann, Mann, Mann. Anne muss in einer Stunde in der Schule sein. Na. Lena arbeitet immer noch. Nadja muss auch in einer Stunde zur Arbeit. Na dann, haut doch alle ab. Aber Caro nicht. Caro müsste sich einen Job suchen. So schaut's aus. Nadja ist zur Arbeit. Alle zur Arbeit. Der schönste Tag in der Schule ist immer der Filmtag. Der Naturwissenschaftslehrer möchte im Unterricht einen Film zeigen. Soll Christian aufmerksam zusehen? Oder? Naja, passt natürlich auf. Der Film ist ziemlich gut, so lässt sich die Schule leichter ertragen. Und Christian wollte schon immer wissen, wie Astronauten im Weltraum zur Toilette gehen. Naja, siehste mal, guck, das ist doch eine interessante Geschichte. Oha. Wir müssen Rechnungen bezahlen. Machen wir erst seinen Job zu Ende. Und dann Rechnungen bezahlen. Aber wie gesagt, erst Job zu Ende machen.
Das kriegst du jetzt noch hin. Komm, den letzten Rest. Da bist du super dabei. Oh Mann. Was macht sie jetzt? Toilette? Okay. Dann wahrscheinlich essen und schlafen. Ist ja blöd. Freelance, das machen wir jetzt noch zu Ende, bevor du schlafen gehst. Es ist nicht mehr viel und dann kannst du machen, was du willst. Anne ist für heute mit der Schule fertig. Sie hat eine zufriedenstellende Leistung erbracht. Aber die Buckingham Oberstufe-Lehrerin der Meinung, dass sie sich mit ein wenig zusätzlicher Arbeit schnell verbessern könnte. Nö. Naja. Mach das doch mal zu Ende, bitte. Es ist doch nicht mehr so viel. Guck mal, wir haben 14.000 angewiesen. Wir sind wieder unter der 500.000 drunter. Wir brauchen Taler, Leute. Geld, 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 bevor es ganz zu Ende ist. Ja, er mag S-Pop, was soll man das auch ist. Lena's World, das ist jetzt dieses Videospiel. Zack. Fertig! Wir haben Geld gekriegt und schon haben wir wieder 5 Millionen Ocken. 5 Millionen Simoleons. So, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ist mir egal. Macht einfach, was ihr denkt. So, pass mal auf, mein Freund. Du mit deinem Kostüm. 3 Bücher zu Ende lesen. Du musst noch ein Buch lesen. Lesen. Das nehmen wir. Wenn du damit fertig bist, kannst du spielen. Was ist denn für mit Logik? Wie können wir denn Logik? Bücherregale? Achso. Das Mikrofon, das Observatorium. Ach, Mikroskop. Den Schreibtisch oder lies ein Fähigkeitsbuch über Logik. Haben wir das Mikroskop überhaupt noch? Ne. Das haben wir schon weggehauen. Renaissance-Sim. Mhm. Die schwimmen, oder? Oder im Pool? Weder noch. Die liegt im Bett. Nee, auch nicht. Wo ist denn die? Caroline ist ein Genie. Genies sind häufiger auf geistige Bestreben konzentriert. Die sie zum Glücklichsein benötigen. Ja, Mensch, guck an. Was haben wir denn bei dir für Bestreben? In einem Fitnesscenter trainieren. Das machen wir doch nicht mal heute. Meilenstein erreicht. Jawoll! In 4 Fähigkeiten Level 4 erreichen. Okay. Dann müssten wir nur wissen, welche Fähigkeiten wir genau haben. Level 3 der Logikfähigkeit, okay.
müsstest jetzt noch Level 4 erreichen. Okay. Dann machen wir damit beim nächsten Mal weiter, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und an die 80%, die immer noch ohne Abo gucken. Klickt einfach mal auf den Abo-Button. Kostet euch nichts. Klickt auf die Glocke. Dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Ja, und so können wir uns jeden Tag sehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.